Reconnected. Er denn? Ja, die Szene brauchen wir mal kurz zum Aktualisieren. Minions have spawned. Das Löwenanteil-Logo ist irgendwie ein bisschen abgeschnitten, ne? Ich weiß gar nicht warum. So. Okay, so, jetzt gucken wir uns unser Team an. Stimmt, wir haben Ivan, wir können gar nicht pullen. So, wir gucken uns unser Team an. So, wir haben Irelia Silas als Carries. Die wollen natürlich auf dem Papier beide Backline diven. Boah, der ist wild, der Skin. What the fuck? Hä? Warum ist das so? Warum ist das so hell? Aua. Die Peitsche ist ja ultra hell. Holy fuck. Die ist beim Basic Skin aber nicht so hell, oder? Das ist schon böse. Okay, ja, aber Irelia Silas später. Gut, die haben eigentlich nicht wirklich eine Backline zu diven. Okay, nee, ich kann hier nicht traden. Also. Ich bin schon froh, wenn ich farmen kann. Ich kriege ja komplett die Poke-Keule ins Maul. Er geht actually lane ganken. Verliert einfach seine gesamte Topside. What the fuck? Was ist das denn für ein Plan? Verliert einfach seinen Blue Buff dafür, dass er eine Yumi lane gankt. Eine Zillion. Dafür, dass er eine Zillion Six Lane gankt. Geiler Typ. Ich finde, man hat schon echt Mana-Probleme so. Weil man muss halt seine gesamten. Also muss halt seine Spells alle usen, um halt irgendwas zu machen. Auf den meisten Champions musst du halt nicht permanent jeden Spell spammen, um useful zu sein, weil du halt Range hast. Aber diesen Luxus habe ich leider nicht in dem Game. Ja, also mit einem Champion, der den Poke vom Gegner kompensieren kann, spielt sich die Lane schon sehr viel angenehmer, muss ich sagen. Naja, man hat echt sehr, sehr harte Mana-Probleme in der Lane. Also es geht, wenn man nur den Q used, dann geht's. Aber wenn man quasi tradet, also W und E used, rein raus, so, dann hast du halt instant halbes Mana weg. So. Schon nicht so geil. Ich hab leider nichts mehr. Actually tot. Ist einfach, auf einmal ist einfach meine Range gone. Und ich kann mir meine Range nicht zurückholen, weil ich kein Mana habe. So belastend, wirklich. Ah, da habe ich auf jeden Fall zu hart getradet.
Village. Terrible. Fühlt sich so beschissen an. Aber auch mein Bett. Wenn nicht freeze, ist okay. Ja, nee, Mana Mune und alle, also du musst schon, ich glaube, du musst schon Crit bauen, weil halt ihr gesamtes Design auf Crit ausgelegt ist. Ja, aber wie denn? Ich bin Nila, ich habe keine Rage. Aber man muss den Champion auch. Ja, ich werde auf jeden Fall nicht nochmal in dieser scheiß Lane traden, Alter. Ey, runter von mir! Was ist denn das für ein Gank? Ich gehe ja dran, um einen Q zu machen. Krieg 800 Damage. Ich glaube, man muss einfach mit dem Champion akzeptieren, dass man nirgends so rankommt, ehrlich gesagt. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Man kann halt nicht zu Ende chasen. So. Man kann halt die Gegner chunken, den Trade gewinnen. Und sie gut zonen, aber du kannst halt nicht den... Du kriegst halt keine Kills, weil die Gegner einfach immer rauskommen. Ah, Digga, du bist einfach ein bisschen greedy rausgemoved. Was soll ich machen? Kleiner greedy Bastard. Nicht Mana. Aua. Killing spree. An enemy has been slain. Tier oder Presence of Mind? Ja, Presence of Mind habe ich jetzt die Games davor gespielt. Das Problem ist, du procs Presence of Mind halt nicht in Lane. Weil du dein ganzes Mana ja nicht benutzt, um mit dem Gegner zu traden, sondern du benutzt dein ganzes Mana, um zu farmen. Also du hittest ja den Gegner einfach nicht mit Nila. Du tradest nicht wirklich in Lane mit dem Champion. Und Träne, du kannst nicht einfach so auf einem Champion Träne kaufen für Mana. Dann, also du kannst dich nicht einfach 400 Gold behind setzen. Ohne weiteres. Das ist auch nur die ersten Level so. Also, sobald du ein bisschen. Also, sobald du Nuke River hast, hast du eigentlich genug Damage, um die Wave relativ effizient zu clearen. Ja. Ah, ich nehme mir mal ein Plating. Ja, noch passive, ne? Ja, Digga, ich flash da rein. Klar, gar kein Ding. Ja, nee, ist so wirklich gar kein Ding. Nächstes Mal flash ich da einfach rein. Hä, wie lost kann man denn sein? Warum sollte ich da denn reinflashen? War einfach ein schlechter Dive gegen eine Zillion Ultimate und eine Zac Passive. Ja, steht ja in 6-4-0. Ah, die sind einfach schon wieder alle sehr unglücklich hier. Boah,
ich bin so behind schon wieder. Ich falle jedes Game irgendwie behind mit Nida, keine Ahnung. Es ist einfach extrem schwer in der Lane nichts zu finden mit dem Champion. Also ich würde gerne Collector gehen, aber ich glaube, ehe ich Collector habe, ist das Game vorbei. Der Six ist auch einfach aus der Hölle gefeedet. Aber ich werde mir jetzt vornehmen, in diesem Game mich nicht über den Champion aufzuregen. Ich versuch's einfach, wir nehmen die Experience mit. Wir wissen, was die Ausgangslage ist, was wir von dem Champion denken. Bringt nicht, sich die ganze Zeit weiter drüber aufzuregen. Guck einfach mal, was geht. Tower Push ist juicy. Boah, wie hart ich die Playdings hier einfach. Oh, zum Glück hat er das Ding nicht gewollt schon, sonst ist er einfach tot. Nee, der hat jetzt Loons. Ich bin sogar trotz Passive behind im Level, ne? Gute Gegner am Sehen. Aber ist auch irgendwie witzig, ne? Bei Nila Passive sagen jetzt alle, oh Riot, was habt ihr schon wieder gemacht? Wie broken ist das denn? Aber... tot? 10 HP. Ohne Ult wäre ich gestorben. Ja, ich spiele mal wieder so ein ganz normales Bombi-2-Bot. Aber ich hab legit das Gefühl, da ist Nida am nützlichsten. Einfach weg vom Team, alleine auf Site. No joke. Weil mir fällt kein Champion ein, den du auf Botlane spielen kannst, der weniger Value in den Teamfight bringt als Nida. Ich verlang doch nicht viel von meinem Team. Das heißt, wenn du einen Enemy auf die Sidelane forst, ein 4 gegen 4, hast du deinem Team einen Gefallen getan, weil sie nicht mit dir teamfighten müssen. Also doch Toplane. Ich glaube, auf Toplane kassiert sie halt einfach nur. Der Darius ist, by the way... Ah ne, der ist nicht AFK, der ist einfach nur 4 Level behind. Problem ist halt, ihr Trading ist jetzt nicht wirklich insane. Der Six hat einfach 2 Items, Junge, der ist so fett. Oh, das ist kein guter Fight hier. Hätte ich jetzt wieder gepinkt? Ich glaube, sie haben mich wieder gepinkt. Frank hier! What's up? Schau mal hier. Hack mal Revitalize. Man hat jetzt noch nicht viele Situationen. Ich glaube, Revitalize scaled halt sehr gut auf ihr. Weil sie ja doch relativ viel shieldet mit ihrer Passive und ihrer Ult. Also 330, dafür, dass ich quasi die ganze Zeit 1v2 Botlane farme einfach nur und eigentlich gar keine Interaktion mit gegnerischen Champions habe, ist eigentlich solid. Ah, Wave Clean fühlt sich schon satisfying an auf ihr. Ich
locked in the seventh beneath the waters. Aber ich glaube, das Ding ist, auf ihr einfach nur zu perma-farmen auf Sidelane ist irgendwie auch nicht die Antwort, weil du farmst halt nirgendwo hin, ist das Problem. Also du scalst halt jetzt nicht irgendwie sonderlich gut oder so mit dem Champion. Ist jetzt nicht so, weißt du, wenn ich jetzt im Vergleich, wenn ich jetzt Zeri spiele. Mit Zeri denke ich mir, okay, ich power-farm einfach, was das Zeug hält. Dann habe ich irgendwann drei Items und dann mache ich aber 1v9. Das hast du halt mit... Das hast du halt mit Nida nicht. Es leuchtet einfach alles nur noch bunt. Gunstgewerbler, dann gibt die 5. Wie heißen die LEDs, die du in Leisten hast? Boah. Du stellst Fragen. Weiß ich legit nicht. Das ist einfach nur irgendeine LED von Amazon. Nichts Besonderes. Ja, nee, also ich glaube, Sidelane Perma zu farmen ist nicht die Lösung mit Nida, weil dieser Farm führt halt zu nichts. Ich krieg halt Solo XP und Solo Gold, die ich aber nicht verwerten kann, weil ich kein Carry bin. Brauchst du ein Geldschirm, sonst süß lässt? Nein, glaube ich nicht. Den hätte ich einfach killen können, oder? Ich dachte irgendwie, dass da noch was ist. Also ich glaube, mit dem Gage-Support kannst du halt auch einfach Dingens. Arschloch. Mit dem Gage-Support kannst du einfach Samira spielen. Oh, ich hab nicht geheilt. Ah, hast du nicht verdient, Silas. Hast du nicht verdient, Arschloch. Der Zack hat mein Auto-Tech gecancelt. Mit seinem Knock-Up. Mal gegen so Champions, die hart committen müssen, fühlt er sich gar nicht so bei deiner Champ. Das ist wirklich cool, Spoons. Glückwunsch an der Stelle. Wir machen 5-0-6. Silas ist auch wild. Hab ich Yumi auch seit einer halben Stunde nicht mehr gesehen. Die sind einfach alle sehr sauer auf mich hier in dem Game. Oh gut, wir haben eine 6-0 die Rede. Eigentlich will ich die auch gar nicht sehen, die Yumi. Ja, wir könnten schon einfach Nash machen. Drei Items, die Irelia. Not bad. Joy is not an easy power to master. It infects you. It comes you. Ja, wir machen einfach Nash, ja, so Spot. Finishen hier. Boah, ich hab mega gecarried den Fight, habt ihr gesehen? Das war krass gut von mir.
Lol. War kompletter 1v9-Modus von mir in dem Fight. Keck. Die Rehe kann machen, was sie will. Die ist ein bisschen stärker als ich. Jetzt kann ich hier Collector nicht mehr ausprobieren. Aber ich bin zumindest nicht am Ende des Game. Das ist ja schon ein Improvement. Solar so gut wird New Champion nieder. Ja. Das wird der Titel meines Videos. Warum haben wir jetzt eigentlich keinen Nash gemacht? Ich muss sagen, ich finde den eh irgendwie ein bisschen weird zu usen. Also ich finde der eh irgendwie... Der fühlt sich ein bisschen laggy an. Und ich glaube, das liegt daran, dass er so low range ist. Also der E fühlt sich auf jeden Fall nicht so smooth an wie Samira E. Ah, lol, Daisy kann keine Jungle Monster hitten? Wusste ich gar nicht. Would make sense irgendwo, ne? Lass mich rein! Ja, all me. Alles mein Damage, alles mein Damage, ne? Collector fühlt sich aber tatsächlich gar nicht so bad an. Collector fühlt sich ganz geil an. Nee, scheiß mal, Fred. Ich weiß jetzt halt gerade nicht, wie viel Prozent von dem Damage mein Damage war und wie viel Damage halt der Dingens einfach war. Stimmt, die sollte es auf jeden Fall kriegen. Aber jetzt überlegt euch mal, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wirklich Collector das beste Item ist, stellt euch vor, ihr spielt Samira. Und ihr kauft auf Samira Phantom Dancer. Ich glaube, dann würdet ihr euch auch relativ useful fühlen, useless fühlen. Vielleicht ist das wirklich das Problem, dass einfach der Itembild kacke ist. Boah. Das war so close. Der Dash ist so low range, ne? Das ist wirklich...
Oh, er hat mir Seelenult gegeben. Ich glaube, das war ein Friedensangebot vom Sidus. Also Collector ist schon besser, würde ich sagen.